Wer sich von den tiefen Temperaturen nicht demotivieren ließ, erlebte beim Sunny Mountain Sommerfest einen aufregenden Tag im Sunny Mountain Erlebnispark. Das Wetter ist, wie es ist. Es gibt nur eigentlich schlechte Kleidung. Es gibt kein schlechtes Wetter. In den Bergen muss man sie anziehen. Und es hat seinen Reiz auch jetzt, wenn es winterliche Temperaturen sind. Aber es wird auch wieder schön. Und Sunny Mountain ist immer eigentlich sonnig. Ja, gemeinsam mit dem Tourismusverband Bad Znaun machen wir das Fest jedes Jahr. Heuer machen wir das bereits zum fünften Mal. Ganz besonders beliebt ist dieses Fest bei allen kleinen Gästen, bei den jüngsten Gästen, bei den Kindern. Besonders deswegen, da wir sehr viele Spieleinrichtungen installiert haben, aufgebaut haben. Wie zum Beispiel den Flying Fox. Der ist heuer ganz neu, sagen wir mal so. Da kann man über den Speichersee drüber fahren auf einem Seil, und das, glaube ich, gefällt den Kindern ganz gut. Wenn man um die da herumschaut und die Kinder anschaut und die Begeisterung in den Gesichtern sieht, dann glaube ich, ist das eigentlich gleich erklärt. Gell? Wir bieten eigentlich in den letzten Jahren schon so viel an Kinderangebot, aber das ist nicht Hightech, das ist eigentlich Angebot, was dazu motiviert, eigentlich die Kinder wieder zum Spielen und sie selber zum Lernen, und das ist eigentlich unser Konzept. Also für 2012 haben wir beginnend auf Winter die Sunny Mountain Mitgliedsbetriebe ins Leben gerufen. Eine Vereinigung von Mitgliedsbetrieben, familienfreundlich, die den Gästen gegenüber besonders freundlich Geschenke und auch sonstige Goodies verteilen an die Kinder. Das Angebot erstreckt sich auch über den Sommer. Wir wollen damit beide Saisonen familienfreundlich gestalten. Ich glaube schon, dass uns das hilft, das Thema weiterzubringen. Wir haben in diesem Sunny Mountain, in diesem Restaurant, haben wir unten den Gästekindergarten. Wir haben sämtliche Anlagen darauf ausgerichtet, oder? Familien mit Kindern. Und das ist eigentlich alles sehr zentral. Und das Angebot ist mittlerweile so, dass es die Leute sehr schätzen und sehr mögen. Und sie kommen wirklich zum Großteil daher, weil einfach die Kinder einen riesen Spaß haben. Und das ist wirklich alles benannt.